Hallo, da bin ich wieder. Heute geht es mal wieder um die Projekte, die nie das Tageslicht erblickt haben. Heute geht es um einen Typen, der mich gnadenlos abziehen wollte. Ein Influencer, der Frauen menschenverachtend bloßstellt. Und eine Recherche, bei der es sicherlich wieder Anzeigen gehagelt hätte. Kommen wir zu Projekt Nummer 1, das ich leider abbrechen musste, und ich finde es immer noch super schade, denn es wäre wirklich zu schön geworden. Es sollte nämlich heißen, ich habe mich in die Spiegel-Bestsellerliste gemogelt. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach, online gibt es für alles auf der Welt ein Programm und so auch, um in die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Da gibt es einen Typ, der ähnelt ziemlich einem Guru und der verspricht dir, dass du es auf die vorderen Plätze der Spiegel-Bestsellerliste schaffst. Und das, obwohl du unbekannt bist und vielleicht auch nicht der beste Schreiber der Welt bist. Du bist gerade dabei, dein Buch zu veröffentlichen oder es ist sogar schon ein paar Wochen zu haben und irgendwie kommt in dir dieses Gefühl auf, dein Buch könnte zum Flop werden? Nein, denn es gibt einen Weg, einen erfolgreich erprobten Weg, dein Buch in kurzer Zeit richtig durch die Decke schießen zu lassen. So erfolgreich zu machen, dass es wirklich eine realistische Chance hat, auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen, und zwar auf die vorderen Plätze. Und diese Anzeige hat mich wirklich getriggert, denn ich habe schon lange den Traum, mal mit einem Pseudonym und einem wirklichen Kackbuch einmal in die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass ich es auf legale oder vielleicht teure Wege nicht schaffen werde. Teure Wege in dem Sinne, dass ich ein Buch rausbringe und es einfach 100.000 Mal selber kaufe. Und dann habe ich gedacht, dieser Typ, der hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt, das ist der richtige Mann, dem gebe ich mein Geld und der wird mich in die Spiegel-Bestsellerliste bringen. Und deswegen habe ich mich da einfach mal beworben. Und schwuppsdiwupps, ein paar Wochen später hatte ich einen Anruf aus Österreich auf meiner Mailbox. Und als ich zurückgerufen hatte, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich da im Callcenter gelandet bin, denn der Typ, ja, wollte mir gar keine Infos über dieses Programm geben, sondern wollte mich erstmal vermitteln, dass ich mit dem allerheiligsten Guru einmal einen Termin ausmache, damit ich mit ihm spreche. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo ist der Haken? Was kann ich als Detektiv Wildhage an dieser Stelle aufdecken? Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe nicht herausgefunden, ob dieser Typ das Buch rausbringt und dann selber 500.000 Mal kauft und wegschmeißt, verbrennt und damit seinen Ofen füttert, nur damit ich am Ende in der Bestsellerliste lande, oder ob er auf der anderen Seite mit einem Batzen Geld, einem riesigen Koffer voller Moneten in die Spiegel-Redaktion reinrennt und irgendwie einen Redakteur schmiert. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist ein fetten Knebelvertrag. Der Typ wollte sich einfach die Rechte an all meinen Büchern, die ich in meinem Leben rausbringen werde, die wollte er sich sichern. Ich habe den Vertrag nochmal rausgesucht und der Bestseller-Guru möchte gerne eine Startgebühr von schlappen 9.500 Euro für Beratung und Coaching und darüber hinaus natürlich noch 20% aller Nettoeinnahmen, die der Autor so erwirtschaftet. Läuft bei ihm. Zusammengefasst ist die Idee also gestorben, weil der Typ nichts anderes als ein Abzocker ist, nicht das halten kann, was er verspricht und ich mich wahrscheinlich mit diesem Vertrag mein Leben lang an ihn gebunden hätte. Dementsprechend habe ich leider bis heute kein eigenes Buch, aber dafür eine Menge Bücher auf dem Handy dank BookBeat. Eine Sache, die mir auch immer hilft, auf neue Themen aufmerksam zu werden, ist einfach mal ein Buch zu lesen oder ein Hörbuch zu hören. Gerade auf langen Autofahrten nutze ich die Zeit mal, um auf andere Gedanken zu kommen. Bei BookBeat gibt es über 900.000 verschiedene Hörspiele, Hörbücher und E-Books. Dabei geht es von Fantasy über Romane bis hin zu Sachbüchern. So hatte ich endlich mal die Gelegenheit, die alten Bücher von Günter Wallraff nachzuholen und konnte so viel mehr über Undercover-Recherchen und investigativen Journalismus lernen. Wallraff war nämlich bei einem seiner ersten Bücher namens Ganz unten als türkischer Gastarbeiter unterwegs in verschiedenen Unternehmen und hat so gravierende Missstände aufgedeckt. Auch sein Klassiker Der Aufmacher, als er Undercover als Fake-Reporter bei der Bild unterwegs war, habe ich bei BookBeat gelesen. Damit du das Richtige findest, gibt es zu den E-Books natürlich auch Rezensionen, aber nicht nur das, sondern auch zu den Sprechern der Hörbücher. Und das Beste ist, du kannst die Hörbücher und Hörspiele nicht nur streamen, sondern kannst sie auch für unterwegs herunterladen. Perfekt für die Autofahrt oder den nächsten Flug. Mit dem Code Marvin oder direkt unter bookbeat.de/Marvin könnt ihr das Ganze 60 Tage lang kostenlos testen. Der Code ist auch bis zum Ende des Jahres gültig. Schaut also gerne mal in der Infobox vorbei. Kommen wir zum zweiten Projekt, das leider gescheitert ist. Denn vor einem Jahr habe ich zum berüchtigten YouTuber bzw. jetzt Rapper Yo Olli aka Young Alpha recherchiert. Ursprünglich ist dieser Typ nämlich dafür bekannt geworden, dass er sogenannte Kissing Challenges vorm Brandenburger Tor gedreht hat. Damals als sichtlich volljähriger Typ hat er dort sichtlich minderjährige Mädels angesprochen und gefragt, ob sie nicht ein Spiel spielen wollen und wenn er gewinnt, darf er mit denen mal rumknutschen. Und zwar so richtig.
Das Ganze war so erschreckend und ekelhaft, dass ich an dieser Stelle darauf verzichte, es euch einzublenden. Denn das Ganze ist tatsächlich in einem Gerichtsprozess gemündet. Laut der Süddeutschen Zeitung haben vor Gericht auch drei Mädchen ausgesagt, die zur Tat gerade mal 13, 14 und 16 Jahre alt waren. Und tatsächlich soll er in seinem Kofferraum bei dem Treffen auch eine Matratze vorbereitet haben. Zum Schluss wurde er wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher zu einer 8-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Danach war er natürlich auf YouTube unten durch. Nicht nur sein Kanal wurde gesperrt, sondern er als Person darf auch bis heute keinen neuen Kanal eröffnen. Und jetzt dürfen wir dreimal raten, welcher Plattform auf dieser Welt das alles scheißegal ist. Richtig, TikTok. Denn kurzer Zeit darauf gingen verschiedene Accounts von ihm auf TikTok online und dort posierte er mal wieder mit offensichtlich sehr, sehr jungen Mädels. Neben TikTok hat sich Young Alpha auch auf eine zweite Plattform ausgebreitet, nämlich OF, und hat dort Erwachsenenfilmchen hochgeladen mit allem drum und dran. So, Alpha Kings, geile Sau ist angekommen. Sie ist 20, mal gucken, ob wir dann bumsen. Schön den Arsch hoch, du Ratte. Versteck mal schön deinen Kopf. Und der liebe Alpha Kevin hat vor einem Jahr dazu schon eine Recherche veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Twitter-User Mimon hat er nämlich herausgefunden, dass die Damen, die man dort sieht, vermeintliche russische Escort-Damen sind und dass die dafür nur gebucht werden, um mit Young Alpha vor der Kamera alles Mögliche zu machen. Ich habe Kevin dann mal angeschrieben und gefragt, ob es ihm was ausmachen würde, mir mal seine Rechercheergebnisse zukommen zu lassen. Und Shoutouts an der Stelle, er hat mir alles zugeschickt. Und mein Ziel war es dann einfach mal mit den Frauen in Kontakt zu kommen. Ich wollte herausfinden, was sind das für Personen? Kennen die Young Alpha? Wissen die, was der so auf dem Kerbholz hat? Und vor allem, wissen die überhaupt, was er über sie im Video sagt? Und das, obwohl sie direkt daneben stehen. Sie ist auf alle Fälle nicht so die Versaute, also da gehen wir langsam an den Speck. Du willst ja nicht erkannt werden, ne? Kleine. Ich hatte jetzt also ein paar Bilder von diesen Frauen. Ich hatte auch deren Künstlernamen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn man auf einer öffentlichen Escort-Seite zu sehen ist, dass man dann nicht seinen echten bürgerlichen Namen angibt. Und dementsprechend war es ein bisschen schwierig, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Aber es gab eine Möglichkeit. Denn Yo Olli hat ein Foto von einer jungen Frau gepostet mit einem sehr markanten Hintergrund. Und mit Hilfe der Google-Rückwärtssuche und der Schwarmintelligenz aus unserem Team ist es uns gelungen, diesen Standort ausfindig zu machen. Es ist nämlich ein Hotel in St. Petersburg. Diesen Standort habe ich dann auf Instagram gesucht und Monate und Jahre zurückgescrollt, bis ich ein Foto von besagter jungen Frau in diesem Hotel gefunden habe. Und schwuppsdiwupps habe ich die wahre Identität von diesem Mädchen gefunden. Schritt Nummer 1 ist also abgehakt, ich habe eine von den Darstellerinnen gefunden. Jetzt habe ich sie angeschrieben und einfach mal nett gefragt, hey, guck mal, ich bin Journalist aus Deutschland, ich recherchiere gerade zu deinem Drehpartner dort aus diesem Video, können wir nicht mal darüber sprechen, was für ein Typ das ist? Und das hatte zur Folge, dass die junge Dame wahrscheinlich so eine Panik darüber bekommen hat, dass ihre wahre Identität aufgeflogen ist, dass sie ihren kompletten Instagram-Account gelöscht hat. Das ist mir wirklich in 10 Jahren Recherchieren noch nie passiert. Darf ich da so schmunzeln? Es ist ja wirklich, also damit rechnet ja wirklich niemand. Aber ich habe daraus gelernt und ich habe im Laufe der Wochen noch mehr Frauen gefunden über die Escort-Seiten, über Standorte. Ich habe wirklich Stunden damit verbracht, auf Google Maps die einzelnen Standorte zu finden, die Hotels zu finden. Und dann habe ich gedacht, dieses Mal mache ich es besser und lasse eine weibliche Person aus unserem Team mit dieser Frau schreiben. Leider war das aber auch nicht so ergiebig, denn die Frau hat gesagt, dass sie es freiwillig macht, dass sie wusste, dass sie gefilmt wurde, den Typen zwar nicht kennt, er hat aber bezahlt. Und was soll denn diese ganze Recherche jetzt überhaupt? Dementsprechend ist auch dieses Projekt leider gescheitert und ich finde es nach wie vor sehr, sehr traurig, dass diesem zweiten Mädel es scheinbar völlig egal ist, mit wem sie da in prekären Situationen zu sehen ist, denn sie wird wahrscheinlich immer mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht, mit diesem Typen in Verbindung gebracht werden. Aber ganz ehrlich, wen soll ich denn kritisieren, wenn alles freiwillig passiert? Kommen wir zum dritten Projekt, das leider abgebrochen werden musste. Und es geht mal wieder um Falschgeld. Schon im letzten Jahr habe ich versucht, Falschgeld... Nee, habe ich nicht. Ich mache mich doch nicht strafbar. Nein, habe ich nicht. Ich habe für Recherchezwecken dazu recherchiert. Shoutouts an Jonas aus unserem Team, denn der hat mich auf einen TikTok-Account aufmerksam gemacht, der behauptet, die neue Falschgeldmafia zu sein. Dort ist ein Typ, der scheinbar über TikTok und Telegram dir Falschgeld nach Hause schickt. Und das wollte ich natürlich ausprobieren und habe einfach mal geguckt, was steckt denn dahinter. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, bei solchen Sachen gehe ich schon immer mit einem mulmigen Gefühl hinein. Denn es ist ja mittlerweile offensichtlich, dass Transaktionen über Telegram oder im Darknet keine gute Idee sind. Denn nicht nur ich als Käufer bin anonym, sondern auch der Verkäufer. Dementsprechend wette ich Haus und Hof darauf, dass bei solchen Sachen in mindestens 50% der Fälle einfach nur der Käufer gescammt wird. Dort wird gesagt, ja, ich schicke dir Drogen, Falschgeld, alles was du willst. Am Ende bezahlst du. Und der Account ist weg. Und du kannst es nicht nachvollziehen, du kannst ihn nicht nachverfolgen.
einfach Geld futschdiwutsch. Aber woraus lernt man? Richtig aus Fehlern. Und dementsprechend habe ich es einfach mal ausprobiert. Ich habe mir Telegram installiert, habe diesem Typen geschrieben und war echt erstaunt darüber, was für ein professioneller Banknotenfälscher das ist, denn der hat nicht nur einen offiziellen Telegram-Account, wo er immer reinschreibt, wenn der Bestand neu aufgefüllt wurde, nein, er hat sogar einen Review-Channel, wo er wirklich Screenshots reinpostet, wie zufrieden die Leute sind, und als drittes, und ich finde als bestes, er hat sogar einen eigenen Bestellbot, wo man einfach nur draufklicken braucht, welche Scheine man haben möchte, wie viel davon und wie viel es am Ende kostet. Und das habe ich einfach alles befolgt und zack, war ich schon Bestellnummer 683. Hab hier am Briefkasten einfach noch einen dritten Namen mit dran gehängt und habe gewartet und gewartet und gewartet. Und es kam natürlich nichts. Und dann dachte ich, frage ich einfach mal nach beim lieben Verkäufer. Über die normale Gruppe und die Review-Gruppe kann man dem leider nicht schreiben. Ich habe ihm also privat geschrieben. Ein, zwei Tage gewartet, es kam nichts. Dann habe ich gedacht, okay, schreibe ich doch einfach mal in den Bestellbot. Hier, wo bleibt denn meine Bestellung? Funktioniert bei Amazon doch auch. Da hat es natürlich nicht funktioniert, sondern ich konnte nur eine neue Bestellung auslösen. Habe ich spaßeshalber mal gemacht. Und zack, war ich wieder Bestellnummer 683. Und ich wette, das könnte ich 1000 Mal machen, ich wäre immer die gleiche Bestellnummer. Quintessenz, dieser Bot funktioniert nicht, es zeigt immer die gleichen, zwar seriös aussehenden Daten an, aber es ist einfach nur Murks. Der Typ hat sich hoffentlich mit meiner Paysafe-Karte irgendein rosarotes Pony bei Fortnite gekauft, denn der Telegram-Channel ist mittlerweile offline, den TikTok-Channel, den gibt's aber immer noch. Ich verlinke ihn euch mal in der Infobox. Tut mir mal den Gefallen und meldet diesen Penner. Und schreibt ihm in die Kommentare, gebt Marvin seine 50 Euro wieder. Das waren drei Projekte, die ich leider abbrechen musste. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches ihr davon am spannendsten gefunden hättet. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere Projekte. Und vergesst auch nicht, bei BookBeat vorbeizuschauen. Mit dem Code Marvin gibt's dort 60 Tage gratis. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.